Heute geht es um das Thema Trennung. Ein Thema, wo viele Männer viele Probleme mit haben. Das Thema ist tatsächlich ziemlich ernst, damit ist nicht zu spaßen. Viele Männer kommen damit nicht klar. Viele Männer bringen sich deswegen sogar zum Teil um. Und das ist wirklich traurig. Und deswegen hoffe ich, dass ich mit diesem Video einfach einigen Männern helfen kann. Viele haben wirklich krasse Probleme. Gerade wenn du mit einer Frau in einer langfristigen Beziehung warst, mit ihr Kinder hattest oder mit ihr verheiratet warst, erst recht ist dann der Punkt wirklich da, wo es dich psychisch sehr belasten wird. Das kann ich auch verstehen, weil ich meine, guck mal, du hast wahrscheinlich dann den Punkt, dass du Unterhalt an die Frau und das Kind zahlen musst, dass du im schlimmsten Fall deine Kinder nicht mal sehen darfst und das sind alles Punkte, die das Leben natürlich extrem erschweren. Selbst wenn du den Vorteil hast, dass du keine Beziehung mit Ehe und Kindern geführt hast, sondern eben nur eine Beziehung, ist auch dann natürlich der Trennungsschmerz nicht gerade sehr einfach und damit ist auch nicht zu spaßen. Wichtig ist erstmal, dass du verstehst, dass Frauen sich sehr schnell ver- und auch sehr schnell entlieben. Bei Männern ist es leider nicht so, die verlieben sich sehr langsam. Wenn sie sich aber einmal verliebt haben, entlieben die sich auch wieder sehr langsam. Das heißt, du kannst schon mal davon ausgehen, wenn du dich von deiner Partnerin getrennt hast, wird sie wahrscheinlich nach einer Woche direkt schon den nächsten haben. So ist es nun mal. Das ist auch Hypergamie. Darauf ist die Frau auch angelegt von Natur aus. Wenn sie zum Beispiel nicht mehr für ihr Kind sorgen kann, braucht sie natürlich jemand anders, der auf sie aufpasst und für sie sorgen kann. Darauf hat die Natur sie angelegt. Und wichtig ist für dich, dass du jetzt lernst, mit diesem Trennungsschmerz umzugehen oder mit dieser Trennung und dass du einfach mit dem richtigen Mindset rangehst, weil dann kannst du das Ganze immens verkürzen. Du wirst nicht drum rumkommen, Schmerzen zu spüren und zu leiden. Das ist ganz normal und da wirst du nicht vorbeikommen. Wichtig ist, dass du dich von diesem Schmerz nicht ablenkst. Dieser Schmerz ist aus einem ganz bestimmten Grund in deinem Leben. Der will gefühlt werden. Der will nicht, dass du dich davor ablenkst. Dieser Schmerz ist da, um dir etwas aufzuzeigen. Und es liegt jetzt an dir herauszufinden, was das Ganze ist. Deswegen will ich dir jetzt einfach mehrere Tipps mit an die Hand geben, mit denen du die Trennungsphase extrem beschleunigen kannst, sodass du es viel schneller akzeptierst und viel schneller drüber hinwegkommst und viel schneller wieder in deine Kraft kommst. Bei den meisten, wenn die das Ganze, was ich hier in dem Video jetzt sage, machen, sind die nach 2 Wochen drüber hinweg. Größtenteils. Wichtig ist als erstes, es gibt so grundlegende Sachen, die einfach ganz wichtig sind. Also, wenn du mit dieser Frau keine Kinder hast und nicht verheiratet warst oder Hunde hast oder sowas, dann hast du keinen Grund mehr, mit dieser Frau in Kontakt zu sein. Das heißt, du löschst alle Bilder, du löschst den gesamten Chat, du löschst alles von ihr, du wirfst alle Gegenstände weg, die dich an sie erinnern. Und jetzt kommt's, das Wichtigste ist, du blockierst sie. Damit du nicht in Versuchung kommst, damit sie nicht in Versuchung kommt, dir wieder zu schreiben oder dass du ihr schreibst, das geht auch nicht, weil dann im Endeffekt die ganze Emotion wieder aufkeimen oder wieder hochkommen und es nur wieder schwieriger wird. Deswegen blockieren und danach Nummer löschen, ganz wichtig. Wenn du sie blockiert hast und die Nummer gelöscht hast, ist das Thema sowieso vom Tisch und dann findest du dich auch damit ab, dass es vorbei ist und dann kannst du es auch viel schneller akzeptieren. Sind sehr schmerzhafte Schritte, die wirklich nicht einfach sind. Es wird wahrscheinlich erstmal schlimmer werden, wenn du das Ganze machst. Aber glaub mir, auf lange Sicht wirst du damit viel schneller über sie hinwegkommen. Und das wird sich nicht über Wochen ziehen, sondern es wird wirklich nach 2 Wochen in den meisten Fällen dann auch schon vorbei sein. Wenn du dich an die Tipps gehalten hast, dann ist es ganz wichtig, wenn du wirklich alles gelöscht hast, was dich an sie erinnert, den Kontakt abgebrochen hast und auch alles andere, was dich an sie erinnert, aus deinem Leben verbannt hast, dann ist es jetzt an der Zeit, an dir zu arbeiten. Das heißt, als erstes fängst du an, alle deine Fehler, die du in der Beziehung gemacht hast, zu analysieren, die dazu geführt haben, dass sie wahrscheinlich den Respekt verloren hat und viele andere Sachen auch. Ja? Also deine Fehler musst du analysieren. Auch was du gut gemacht hast, musst du natürlich analysieren. Dann musst du analysieren, was war das überhaupt für ein Mensch? In den meisten Fällen ist es so, dass du viele rote Flaggen übersehen hast, die du nicht hättest übersehen dürfen. Trotz dessen bist du in eine Beziehung eingegangen und deswegen war die Beziehung auch schon, bevor du sie eingegangen bist, vorbei. Weil du die falsche Entscheidung getroffen hast. Weil du dich dazu entschieden hast, mit einer Frau eine Beziehung einzugehen, die kein Beziehungsmaterial ist. Und deswegen ist es auch wichtig, das zu erkennen und den Fehler bei dir dann zu suchen. Und dann auch wieder Verantwortung zu übernehmen und daraus zu lernen für das nächste Mal. Ja? Wenn du das gemacht hast, dann kannst du darüber reflektieren. Es wird wahrscheinlich erstmal die erste Woche ziemlich heftig werden und deswegen musst du dir viel Zeit für dich nehmen. Du brauchst viel Zeit für dich. Am besten, du bist viel in der Natur, gehst viel spazieren oder einfach generell bist du in der Natur und überlegst und reflektierst, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, warum ist es so passiert und kannst es erstmal alles einordnen. Natur hilft sowieso, dich wieder auszugleichen und wieder einfach mehr in deine Kraft zu kommen und das schneller zu verarbeiten.
Wenn du dir die Zeit genommen hast und das verarbeitet hast und das Ganze verstanden hast, warum es passiert ist, deine Fehler akzeptiert hast, die ganzen Fehler integriert hast, daraus lernst, dann ist es an der Zeit, jetzt an dir zu arbeiten. Ja? Das ist das Wichtigste für uns Männer, dass wir nach so einer Zeit, wenn du das Ganze verstanden hast, unbedingt an dir arbeitest. Das ist auch im Übrigen die beste Rache, die du deiner Ex-Partnerin gegenüber bieten kannst. Das heißt, du fängst an deinem Körper zu arbeiten mit saumäßig viel Training, perfekter Ernährung und beispielsweise auch Verzicht auf Alkohol. Alkohol ist eine Sache, die wird dich einfach nur ablenken und das wird es nur schlimmer machen. Ja, das heißt, du fühlst dich kurzzeitig besser und dann, wenn du wieder nüchtern bist, kommt alles auf einmal noch viel schlimmer, als es davor war, zurück. Und deswegen am besten verzichtest du komplett auf Alkohol, gerade in der Trennungsphase, weil es dir überhaupt nichts bringt. Training muss hochgefahren werden. Du musst an deinem Aussehen arbeiten. Das baut dein Selbstbewusstsein auf, das baut deinen Selbstwert wieder auf und es hilft dir auch, die ganzen Emotionen besser zu verarbeiten und einfach wieder in deine Kraft zu kommen. Ja? Auf den Bereich konzentrierst du dich, Körper, also Aussehen. Dann natürlich auch auf deine Finanzen. Ja? Das heißt, du fängst an, beispielsweise der Erste zu sein, der auf Arbeit ist, der Letzte zu sein, der geht und gibst überall 100%. Baust dir nebenbei noch ein Business auf, ja, was du auch noch hochziehst, beispielsweise, und gibst wirklich 100% und hustelst voll rein, sparst und machst einfach nur viel mehr Geld, sodass du schon mal Aussehen und Geld optimierst. Und dann natürlich auch deinen Status. Natürlich auch den musst du optimieren. Das kannst du hinbekommen, indem du zum Beispiel wieder anfängst, wenn du dich gefangen hast, mehr Frauen anzusprechen, mehr Frauen anzuschreiben. Einfach damit du merkst, du hast mehr Optionen und vor allem damit du merkst, es gibt noch viel hübschere, viel bessere und viel femininere Frauen als deine Ex-Partnerin. Wichtig ist aber, das gilt jetzt gerade für uns Männer, ich kann dir nicht empfehlen, dann direkt die nächste zu nehmen und erst recht nicht die nächste Beziehung. Das wäre das Schlimmste, was du machen kannst, weil du dann einfach direkt alles nur verdrängst und das wieder hochkommt und du sie als Ablenkung nutzt, obwohl du eigentlich gerade eine Lektion hast, die du lernen sollst. Die ist ja aus einem gewissen Grund in deinem Leben, diese Lektion, damit du daraus lernst. Aber genauso auch Freundschaft Plus, wenn du gleich die nächste nimmst, dann wirst du dich sowieso nicht gut fühlen, es wird sich nicht gut anfühlen und gleichzeitig wird es dich auch bloß wieder ablenken. Obwohl du dich gerade nicht ablenken sollst. Du sollst diese Sachen gerade fühlen und sehen, damit du daraus lernst. Also, du kannst hier neue Optionen generieren, aber mach es erstmal mit dem Hintergrund Gedanken, dass du dich jetzt erstmal auf nichts Neues einlassen willst und erstmal dich wirklich in deine Kraft kommst, das Ganze verarbeitest und klar kannst du dann auch noch mit anderen was anfangen. Aber würde ich dir jetzt auf jeden Fall für die ersten Wochen nicht empfehlen, sondern wirklich, wenn du merkst, du bist jetzt drüber hinweg. Und jetzt einen der heftigsten, krassesten, wirklich effektivsten Tipps noch am Ende. Wenn du merkst, gerade in der Zeit, wo du so viel reflektierst, dann wirst du sie ja irgendwo vermissen, weil du einfach mit vielen Hormonen bombardiert wurdest. Ganz wissenschaftlich kann man das erklären. Du wurdest mit Oxytocin extrem überschüttet. Dein Dopaminsystem wurde durch den ganzen Vollkontakt getriggert, sodass du süchtig gemacht worden bist und abhängig geworden bist. Und jetzt hast du das auf einmal nicht mehr. Logisch wirst du dich deswegen nach den Zeiten ein wenig sehnen. Wichtig ist für die Zeit, damit du nicht nur die ganze Zeit immer in diesem Modus bist und immer nur an die positiven Seiten denkst, du hebst sie ja damit in den Himmel und projizierst eine gewisse Illusion auf diese Person, die sie halt gar nicht ist. Wichtig ist, dass du dir alle Sachen, die nicht gepasst haben, die dir vielleicht wirklich viel Energie gezogen haben, dich unzufrieden gemacht haben, die dich einfach unglücklich gemacht haben, wo du gemerkt hast, das hat überhaupt nicht gepasst, die Sachen musst du dir immer wieder bewusst machen in solchen Momenten. Am besten ist, du schreibst dir eine Liste, warum das Ganze nicht gepasst hat und warum das für immer vorbei ist. Und dann liest du dir diese Liste jeden Tag einmal durch. Und gerade wenn diese Situation kommt, wo du wieder an diese ganzen Erinnerungen denkst und es irgendwie wieder zurück möchtest, dann musst du dich an diese Liste wenden und dir diese Liste nochmal vor Augen halten, weil du weißt, das war nichts, was dir in irgendeiner Art und Weise gut getan hat und du bist einfach aktuell noch auf diesem Hormonentzug. Das musst du verstehen, das dauert halt 2 Wochen, bis dein Körper sich wieder gefangen hat, bis dein Dopaminsystem sich wieder erholt hat und bis du wieder auf normalen Stand bist und nicht mehr so süchtig bist danach. Deswegen hilft diese Liste enorm, wenn du merkst, du erinnerst dich viel zu viel an die positiven Seiten und wirst schwach. Dann erinnere dich vor allem, gerade dann, wenn diese Gedanken kommen, wieder an die negativen Zeiten, an die ganzen Streits, an die ganzen Unzufriedenheiten, an die ganzen Lügen, die dann am Ende doch rausgekommen sind, an die ganzen Sachen, die sie einfach gemacht hat, wo du gemerkt hast, das ist ein extrem toxischer Mensch. Wenn du dich an diese Sachen erinnerst, dann wirst du auch ganz schnell darüber hinwegkommen. Und dann werden diese unangenehmen Situationen, wo du immer wieder diese Zeit irgendwo zurückwünschst, nicht mehr kommen. Das sind auf jeden Fall meine Tipps. Wichtig ist, dass du diese Sachen nutzt, um zur besten Version von dir selbst zu werden. Ja, also nutze diesen Schmerz, schau nicht weg, schau hin, fühl den Schmerz komplett
und dann nutze es für dich. Was auch noch hilft, ist Meditation. Meditation ist eine der wichtigsten Sachen, um mit dir selber ins Reine zu kommen, um deine Emotionen zu kontrollieren und vor allem nicht mehr so einen extremen Hochs dann und Tiefs zu bekommen, sondern wirklich so ein bisschen gleichbleibender das Ganze zu empfinden. Und um halt einfach im Moment zu sein und nicht immer nur in der Vergangenheit zu leben. Dafür ist Meditation auch sehr gut. Das kann ich dir auch nur empfehlen, das Ganze zu machen. Wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du dich natürlich auch wieder mehr mit Freunden treffen, Familie treffen und so weiter. Solltest du sowieso, aber vor allem solltest du dir am Anfang Zeit für dich nehmen, um zu reflektieren, was ist passiert, was sind deine Fehler gewesen, was kannst du daraus lernen und vor allem möchtest du sowas nochmal machen. Ja, das ist erstmal das Wichtigste. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video einigen Männern helfen, weil ich weiß, viele, die kommen mit dieser Trennung gar nicht klar und die fallen dann wirklich in dieses Loch. Und deswegen kann ich euch auch nur noch mal zum Ende empfehlen, damit ihr überhaupt versteht, was passiert ist, schaut euch unbedingt so viele Red Pill Videos wie nur möglich an. Ja? Wenn ihr diese Videos schaut, werdet ihr nach und nach verstehen, was passiert ist. Und dann wird es euch auch besser gehen. Und dann werdet ihr diesen Fehler vielleicht auch nicht noch mal machen. Ja? Und als letzten Punkt, geh auf Semen Retention. Ganz wichtig, ne? NoFap ist sowieso selbstverständlich, um zu deiner besten Version von dir selbst zu werden, aber geh unbedingt auf Semen Retention. Das wird dich in den ersten 2 Wochen, wird dein Körper sich erstmal von den ganzen vergangenen Sachen erholen und dann wirst du auf einmal wieder voll auf Testosteron sein. Du wirst dich wieder richtig erholen, du wirst wieder an deine Kraft kommen, du wirst besser gelaunt sein, du hast mehr Energie und du hast vor allem auch wieder mehr Disziplin und du bist stolz auf dich. Also geh unbedingt auf Semen Retention und gerade nach so einer Trennung ist es sinnvoll, mal 90 Tage wieder komplett auf Retention zu gehen und dann sich dem Bereich Frauen wieder zu öffnen. Aber für diese 90 Tage, wo du auf Retention bist, setzt du mal gar keinen Fokus auf Frauen, sondern vollen Fokus nur auf dich und wirklich auf deine Ziele, auf die Sachen, die dir wichtig sind und dann setzt du den Fokus auf all das, was in der Beziehung vergessen wurde, verloren gegangen ist und was zu kurz gekommen ist und das machst du jetzt. Dann bist du definitiv auf dem richtigen Weg und dann wird es dir auch ganz schnell viel besser gehen. Als letzten Tipp noch, du darfst nicht prokrastinieren. Ja? Prokrastiniere nicht. Wenn du in deinem Bett liegst und nichts machst, dann kann ich dir nur sagen, wie es ist. Gerade in der Zeit ist es zwar schwer, sich zu motivieren, aber es wird nur noch schlimmer werden. Wenn du aber die Sachen machst, die du weißt, du hast keinen Bock drauf, aber die sind gerade wichtig und die sind gerade dran und die bringen dich weiter, wenn du die machst, wird dir das eine Aufwärtsspirale geben, wird dir Energie geben, du bist stolz auf dich, du gibst dir selber die Liebe, die du sonst im Außen gesucht hast und es wird dir viel besser gehen. Ja, also das auch noch als letzten Tipp. Ich hoffe, ich konnte vielen Männern damit helfen mit diesem Video. Vielen Männern, die vielleicht gerade aus einer Beziehung gegangen sind oder auch vielen Männern, die aus einer Ehe rausgegangen sind. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Wenn ihr persönlich Hilfe braucht, dann könnt ihr mich auch jederzeit anschreiben. Ich bin natürlich auch gerne für euch da. Schaut einfach über Facebook rein, da könnt ihr mir immer schreiben über die Seite. Ich schaue jetzt nicht so oft, aber wenn ich schaue, dann mache ich immer alles auf einmal. Dann beantworte ich immer alle Nachrichten auf einmal und natürlich bin ich auch da für euch gerne da. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr Hilfe auf eurer NoFap, No-PMO Reise braucht, ja, dann schaut mal unten in den ersten Link in der Beschreibung. Dann kann ich euch auch helfen, wenn ihr gerne möchtet. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwas kauft über Amazon, klickt auf einen von den Links, die ich hier unten verlinkt habe. Ihr zahlt keinen Cent mehr und könnt mich noch ein wenig unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Bakura. Peace.